Bei mir ist der FDP-Spitzenkandidat und Umweltminister von Niedersachsen, Stefan Bürgner von der FDP. Die FDP hat zugelegt um 1,5%. Sigmar Gabel in Berlin sagt, das ist nur der Zweitstimmenkampagne der Informellen, die hier geführt wurde, zu Schulden gekommen. Wie sehen Sie das? Es ist das Ergebnis einer Wahl, das heißt einer Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger. Und da ist sicherlich auch von Bedeutung, dass wir 10 Jahre gut und erfolgreich mit der CDU zusammengearbeitet haben und dass wir klar dafür angetreten sind, gemeinsam mit David McAllister diese Regierungsarbeit fortzusetzen. Und das ist sicherlich auch im Stimmverhalten zum Ausdruck gekommen. Ja, aber welche eigene Identität hat denn die FDP hier im Wahlkampf in Niedersachsen entfalten können? Wenn Sie den Wahlkampf beobachtet haben, dann haben Sie sicherlich die Themenvielfalt, die wir aufgemacht haben, selbst auch dann verfolgen können. Die FDP steht klar für Schluss mit Schulden, für eine strikte Schuldenbremse, also für eine zukunftsgerichtete, generationsgerechtete Haushalts- und Finanzpolitik, für eine vielfältige Bildungspolitik, für eine Energiepolitik mit bezahlbaren Preisen, die gerade für Niedersachsen ja als Land der Energiewende von Bedeutung ist. Das sind unsere inhaltliches Profil für eine Ausländer- und Asylpolitik gemeinsam auch mit der CDU, die wir in den letzten 10 Jahren betrieben haben. Und das alles ein Gesamtpaket, das ist honoriert. Worden. Ja, was ist denn jetzt? 75 zu 75 war die letzte Hochrechnung, absolute Mehrheit, die steht bei 76 Sitzen. Was machen Sie jetzt mit diesem Ergebnis hier in Hannover, Herr Bürgner? Gelassen bleiben und den Abend abwarten, bis das Ergebnis dann tatsächlich feststeht, bis die Landeswahlleiterin festgestellt hat, wie die Sitzverteilung tatsächlich ist. Und bis dahin müssen wir uns eben noch in Ruhe und Gelassenheit üben. Das heißt, Sie müssen unter Umständen zuschauen, wie David McAllister dann vielleicht die SPD oder die Grünen mit ins Boot holt. Und dann? Das ist spekulativ. Wir arbeiten, haben 10 Jahre zusammengearbeitet und wollen auch weiter zusammenarbeiten. Dann werden wir am Ende des Abends sehen, was es ist. Okay, bleiben wir noch einen Moment bei den Fakten. 9,7% die FDP. Was heißt das denn jetzt für die Bundesebene? Ihr Vorsitzender Philipp Rösler, der aus Niedersachsen kommt, ist ja parteiintern, gelinde gesagt, ein wenig in der Kritik. Da werden vorgezogene Vorstandswahlen gefordert. Was heißt denn das jetzt für Philipp Rösler? Also zunächst einmal zeigt es, dass wir in 3 Landtagswahlen jetzt Erfolge erzielen konnten, die man uns vorher so nicht zugetraut hat. Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Und es zeigt auch den Weg auf für die Bundespartei und für die Bundestagswahl im Herbst des Jahres, dass CDU und FDP eine Machtoption dort haben und dass man auch gemeinsam daran arbeiten muss. Philipp Rösler hat sich in diesem Wahlkampf sehr engagiert eingebracht, hat uns großartig unterstützt und er hat auch einen großen Anteil an dem Erfolg dieses hier in Niedersachsen, dass wir wieder so gut im Landtag vertreten sind. Das heißt, Sie wünschen, dass er Sie auch als Bundesvorsitzender in die Bundestagswahl, in den Bundestagswahlkampf führt im Herbst? Ich beteilige mich an diesen Diskussionen ganz gewiss nicht heute Abend. Die Diskussionen sind bisher zum Teil bedauerlicherweise öffentlich geführt worden. Das will ich gerade nicht tun. Wir werden das in den Gremien jetzt erörtern, in einer Ruhe und Gelassenheit und auch in einer gewissen Abstand vielleicht mal zur Landtagswahl, um dann ein Bild zu haben, was jetzt tatsächlich die Aussichten und Perspektiven sind, wie wir es am besten machen, um dann auch bei der Bundestagswahl erfolgreich zu sein. Sagt Stefan Bürgner von der FDP, Umweltminister bisher und Spitzenkandidat hier bei der Wahl. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und mit diesen Äußerungen gebe ich zurück in unser Wahlstudio nach Berlin.